Die Sache scheint Sie wahrscheinlich wegen des familiären Hintergrunds stark berührt zu haben, denn es heißt, Sie hätten geweint, als Sie das Drehbuch zum ersten Mal gelesen haben von Das Wunder von Berlin. Ja, es gibt zwei Sachen, die mich besonders emotional angesprochen haben. Das eine war, mein Bruder war zur etwa gleichen Zeit in West-Berlin Punk. Also die Geschichte eben von einem Punk, dass das mal erzählt wird, hat mich natürlich schon mal erstmal berührt. Habe ich auch im Fernsehen jetzt noch nicht gesehen, dass die Geschichte von einem jungen Punk erzählt wird. Und das andere ist, dann am Ende, wenn die Mauer fällt, ich habe den Film jetzt dreimal gesehen. Jedes Mal, wenn es heißt, die Grenzen gehen hoch, dann spritzt es bei mir. Ich habe selber eben auf der Mauer gestanden, direkt am 9. November, bin als eine der ersten da durchs Brandenburger Tor. Und das ist einfach, das war so ein hochemotionaler Moment, dass wenn man ja sein Leben lang die Mauer vor der Nase hat und plötzlich, also wenn man noch Stunden vorher wusste, man wird erschossen, wenn man da drauf steht und dann kann man plötzlich rüber. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist unglaublich. Und natürlich, wenn man das dann liest oder sieht, das ist sehr emotional. Nun spielen Sie hier eine Stasi-Frau. Also im Prinzip arbeiten Sie da in dem Film in der Institution, die für das Diktatorische, das Tyrannische des DDR-Regimes steht. Haben Sie denn mit Ihren Verwandten darüber geredet, inwieweit die da sich... Ja, da haben reinziehen lassen mussten. Also ich hatte eine sehr heldenhafte Familie, das ist ja auch mal schöner zu erzählen. Natürlich habe ich ja gar keine Aktie dran, aber es ist natürlich angenehmer. Meine Cousinen sind selber bei den ganzen Demonstrationen aus einer Kirche raus verhaftet worden, in irgendwelche Garagen gesperrt worden. Und meine ganze Familie hat es geschafft, eben nicht für die Stasi zu arbeiten, obwohl die alle angefragt worden sind. Und mein Onkel hat eigentlich eine so tolle Ausrede gehabt, der war Physiker und ist angesprochen worden und der hat gesagt, ja, ich kann gerne für euch arbeiten, ich mache das super gerne, aber ich bin so eine Klatschtante, ich erzähle das dann allen, ich weiß nicht, ob euch das dient, und dann haben sie ihn in Ruhe gelassen. Also es hatte jeder da, Gott sei Dank. Das hat wirklich funktioniert? Das hat bei dem funktioniert, ja, hat man dem so abgenommen. Aber man hätte jetzt auch sagen können, ja, Genosse, dann wollen wir mal Diskretion lernen. Der war ja kein Genosse. Ach so, okay, gut.